Warum beunruhigt es mich nicht, dass ich schon 40 Jahre alt bin? Warum lüge ich? Warum fühle ich mich wie ein Kind? Warum ist Spaß zu haben für mich das Wichtigste in der Welt? Warum habe ich keine Haushaltshilfe oder einen Elektrostaubsauger? Warum schreibe ich meine Träume auf? Warum sagen alle, dass sich mit der Hochzeit alles ändern wird, obwohl es sich gar nicht verändert? Warum koche ich so gut, wenn meine Kinder trotzdem Pizza Margherita bevorzugen? Warum ist es so schwer, Mutter zu sein? Wo ist der Vater? Warum denkt er, ein Fenster offen zu lassen, während die Klimaanlage läuft, sei Energieverschwendung? Warum sind die Ausgaben umso größer, je mehr Geld man verdient? Warum bin ich nie zufrieden? Warum dreht sich die ganze Welt um mich? Warum konnten sie das Leben nicht verständlicher machen? Warum haben sie mir keine Instruktionen gegeben, als ich erwachsen geworden bin? Oder eine Liste mit Hinweisen der zu erledigenden Dinge? Das erste Mal, als mich Uri in seine Wohnung einlud, in der Avodah-Straße in Tel Aviv, vor etwa 17 Jahren, ging ich hinein, über beide Ohren verliebt, ignorierte die ganze Unordnung von der Wohnung, begrüßte die Katze und aß den heute sehr bekannt gewordenen Reis mit Linsen. Später stellte sich heraus, dass es das einzige Gericht war, was er kochen kann. Nach all dem fiel mein Blick auf ein Stück Papier, welches am Kühlschrank befestigt war. Darauf geschrieben stand Folgendes: Dinge, die ich will. Ein Arzt werden. Das Selbstvertrauen, Frauen anzusprechen. Mit Menschen ein Gespräch führen können, ohne den Faden zu verlieren. Lernen, Reis mit Bohnen zu kochen. Am Morgen gegenwärtig zu sein. Ein Korbleger werfen. Ist das nicht süß? Gibt es zu. Nachdem ich mich also noch ein bisschen mehr verliebt habe, bin ich schnell dahin zurückgekommen, an mich selber zu denken. Und so fragte ich mich selber, warum habe ich nie so eine Liste geschrieben? Von meinen geheimnisvollsten Träumen. Als ich wieder zu Hause angekommen war, schrieb ich eine kurze Liste. Diese kurze und peinliche Liste. Dinge, die ich will. Berühmt sein. Eine außergewöhnliche Schauspielerin sein. Dass jemand Perfektes mich eindringlich lieben wird. Berühmt sein, sagte ich bereits. Weniger Wein. Ich muss hinzufügen, dass diese Liste sich seitdem nicht wirklich verändert hat. Ich habe eine weitere kurze Liste beigefügt, mit ein wenig mehr Dingen. Brot, Eier, Brotdosen. Moment, das ist nicht die richtige Liste. Ah, hier. Mehrere Wochen Urlaub im Ausland. Allein, geduldig mit meinen Kindern sein, langsam älter werden, Zeit für mich selber nehmen, körperliches Training, eine Dusche zu nehmen, ohne dass vier weitere Leute auf ein freies Badezimmer warten, mit Uri zu sprechen, länger als 5 Minuten, ohne sich zu streiten, jemand, der mir Aufmerksamkeit schenkt, nähen lernen. Was? Warum? Bitte, kann mir jemand erklären, was hier vor sich geht? Ist es nicht verrückt? Warum verfolgen mich all diese Wünsche? Wie ist es dazu gekommen, dass mein Leben sich in eine lange Liste mit unerfüllten Verlangen gewandelt hat? Erfüllt und unerfüllt zugleich. Verlangen, von denen ich nicht weiß, wann und von wo sie gekommen sind. Verlangen, die mich um den kleinen Finger wickeln. Und plötzlich habe ich realisiert, dass diese Liste mein Leben regiert. Ich erinnere mich, wie eines Tages, nachdem ich all die Bücher gelesen habe, all die Filme gesehen habe,
alle Sorten von Eiscreme ausprobiert habe, ich ins Bett ging und mit einer Decke über meinen Kopf und mich ein wenig zu entspannen versuchte. Aber irgendetwas beunruhigte mein Herz. Eine Forderung, Verzweiflung, Hoffnung, nicht loszulassen von den Dingen, die ich will. Dinge, die ich will. Was will ich? Meinen Platz in der Welt zu finden. In der Lage zu sein, mit Menschen zurechtzukommen. Den Sinn zu verstehen von dem, was ich mache. Dieses Loch der Traurigkeit zu füllen. Sogar Stevie Wonder konnte es nicht füllen. Begeistert zu sein über eine Sache für einen unbegrenzten Zeitraum. Und als ich fühlte, dass meine Energie austrocknete, entschied ich mich, dass ich genug von dieser Liste habe, die unmöglich zu erfüllen ist. Und das ist es. Ich komme nicht unter dieser Decke hervor, bis mir jemand antwortet. Und in derselben Sekunde begann das Telefon zu klingeln. Es war zu einer Zeit, als die Leute einander noch anriefen. Am Telefon war Uri. Wie läuft es? Ich verstehe. Kommst du mit ans Meer? Also sprachen wir über Verlangen, Listen und Träume und über Glück, welches bleibt und nicht durch die Finger rinnt. Und dann sagte Uri zu mir, weißt du, die Dinge, über die du sprichst, darüber wurde schon vor vielen Jahren geschrieben. Es gibt ein schönes Sprichwort in Bezug darauf. Fülle ist wie ein großes Meer. Es gibt jemanden, der mit einem Fingerhut schöpft und jemanden, der mit einem Eimer schöpft. Das klingt schön, sagte ich, aber ich habe keine Idee, was das bedeutet. Also nahm er den Stiel von seinem Eis und begann, ein Gefäß in den Sand zu zeichnen. Das bist du, dein Verlangen. Und auch ich bin ein Verlangen. Ein Verlangen für den Empfang von Freude und Genuss. Was heißt es, ein Verlangen zu sein? Erklär es mir. Das ist das, was wir in unserem Inneren sind. Verlangen, die mit Genuss gefüllt werden wollen. Aber in diesem inneren Andrang, gefüllt zu werden, realisieren wir gar nicht, dass wir diesen Genuss mit einem Verlangen aufsaugen, welches voller kleiner Löcher ist. Und wir verstehen einfach nicht, warum dieses Glück nie lange bleibt. Es verdampft jedes Mal. Es gibt tatsächlich kein Problem mit der Fülle. Das Problem liegt eher darin, ein großes Gefäß zu finden, um damit zu schöpfen. Wie bekomme ich also ein Gefäß? Das ist das, was die Weisheit der Kabbala erklärt, wie man ein neues Verlangen entwickeln kann, in dir selbst, und wie man damit richtig umgeht, um wirklich glücklich zu sein. Deswegen wird es die Weisheit der Kabbala genannt, übersetzt aus dem hebräischen Wort Likabel, was Empfangen bedeutet. Ah, also du behauptest, alles ist gut und es liegt nur an mir, diejenige, die empfängt, richtig? Ich behaupte es nicht. Es sind die Kabbalisten, die das Gleiche wie du gefühlt haben und die ein neues Verlangen entdeckt haben und darüber sehr viel geschrieben haben. Das war der Zeitpunkt, an dem ich gefühlt habe, dass es noch viel mehr geben kann als Listen, in die man sich innerlich flüchtet, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und dass es noch eine andere Art des Verlangens gibt, welche mich wirklich erfüllt. Also, was will ich? Ich will euch sagen, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass mir gesagt wurde, dass es eine Methode gibt, über die viel geschrieben wurde, und dass man sie lernen und letztendlich diese tiefe Freude enthüllen kann, versteckt hinter tausenden von Listen, und die nur auf den richtigen Moment wartet, enthüllt zu werden. Und ich möchte euch sagen, dass dieser Moment möglicherweise gerade jetzt, in diesem Moment stattfindet. Dankeschön.